Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Diablo 3. Wir sind immer noch Templer, aber hey, ich habe den Eddie einfach mal in den Urlaub geschickt. Stattdessen haben wir hier so einen Franzosen an unserer Seite, das sieht man an den komischen Klamotten. Das ist nämlich der Patrice Paletice, besser bekannt als Patty Paletti. Guten Tag! Bonjour, Monsieur! Bonjour, qu'est-ce que c'est? Ne, okay, kann kein Französisch. Wir haben hier noch auf jeden Fall den armen Edder. Den armen Edder, jetzt habe ich das gemixt. Den armen Eddie. Der muss jetzt natürlich hier bleiben, aber wir hören uns mal an, was er zu erzählen hat. Wenn er denn was zu erzählen hat. Und zwar, wie wird man ein Templer? Erzählt mir von eurem Orden. Wurdet ihr dort hineingeboren? Nein. Unsere heiligen Schriften sagen, so wie der Bauer den Weizen erntet, so muss auch der Orden das Unkraut jäten und es läutern. Mhm. Ihr wart also Unkraut? Ein Verbrecher. Der Orden nahm mich auf und rettete mein Leben. Mehr noch. Meine Seele. Oh, wie tiefgründig. Dann hat er natürlich noch mehr drüber zu erzählen. Yay. Über seine Sünden. Ihr wart also ein Krimineller, bevor ihr den Templern beigetreten seid? Welche Verbrechen habt ihr begangen? Ich kann es euch nicht sagen. Dann werde ich nicht weiter fragen. Ihr missversteht mich. Wir sind buchstäblich nicht in der Lage, uns unserer Vergangenheit zu entsinnen. Die Inquisitoren haben mir meine Sünden und meine Erinnerungen an sie entrissen und mich gereinigt zurückgelassen. Die haben ihn gebadet. Der hat natürlich jetzt eine ganze Ecke zu erzählen, weil er die ganze Zeit bei uns war und so stumm war. Ne, wir erinnern uns, wie unheimlich stumm der Eddie war. Ja, wie unheimlich stumm. Du machst eine Vase kaputt, 3 Gold kommen raus. Oh, Reichtum! Der Reichtum überkommt mich. Initiation. Eddie, was ist eine Initiation? Sagt mir, welchen Vorteil hat euer Orden davon, euch eure Erinnerungen zu nehmen? Unsere Initiation macht uns blind gegenüber unserer sündhaften Vergangenheit, damit wir die Zukunft klarer sehen können und für die letzte Schlacht gewappnet sind. Das geht nicht ohne mächtige Magie, nehme ich an. Ich wurde an eine Wand gekettet und geschlagen. Am dritten Tag wurde ich vor Schmerz und Hunger wahnsinnig. Dann fing das Auspeitschen an. Man sagte mir, dass ich alle meine Vergehen noch einmal durchlebte. Alles, das mir einst vergiftete Freude bescherte. Die Peitsche nahm mir diese Freude. Sie nahm mir die Sünde und reinigte mich. Freund, es scheint, als hätte sie euch ausgehöhlt, nicht gereinigt. Versteht ihr denn nicht? Der Templerorden versucht, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Was ist denn schon mein Schmerz im Vergleich zu diesem Ziel? Ja. Mächtige Magie, ne? Da wirst du an der Wand gekettet und ausgepeitscht. Welche magische Kräfte dort wohl wirken müssen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Herr, ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Nee, kein Bock. Und, ja, gucken, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube, ja, wir müssen ja Olle Zottels Blut noch holen. Ne? Hast ja alles mitbekommen. Ich glaube, wir waren in irgendeinem unter der Erde Dingens gebamsel. Ja, ich port ja einfach mal hinterher. Okay, da sind wir aber nicht. Oh. Da wäre ich hier ordentlich auf der Mütze. Nur Geduld. Puh. So. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens, wir sind nicht da, wo ich aufgehört habe. Zweitens, ich muss ein bisschen leiser machen bei mir. Sonst platzt mir der Schädel. So, Inventar. Oh, Alter, jetzt waren wir in der Stadt. Ich bin voll. Verdammte. Nein, ab mal schnell hin, verkauf mal schnell. Ich warte hier. Meine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Horadrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Ja, dann gib mir doch die Schlüssel. Aber nein. Da hat er zu lachen. Ja, natürlich, der kann sie auch hin und her porten. So. Die Staubfresser. Ich weiß gar nicht mehr die ganzen Angriffe, die ich hier hatte. Wahrscheinlich zu funktionieren, auch wenn du sie nicht weißt. Ich benötige mehr Zorn. Ja, du mit deinem Laserpointer bist natürlich auch gut dran, ja? Ja. Ich weise dir den Weg.
Hier haben wir irgendwie eine Reisetasche. Was steht da? Von den trostlosen Sanden, Teil 3. Brast, der Gelehrte der Zakarum, schrieb, dass die trostlosen Sande entstanden, als eine Schlacht zwischen Magierclans explosive Energien freisetzte. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Aber das erklärt nicht die riesigen Skelette. Niemand konnte sie je identifizieren. Handelt es sich um eine ausgestorbene Spezies riesiger Tiere? Dämonen? Sagenhafte Drachen? Vielleicht werden wir es nie erfahren. Vielleicht. Das ist natürlich super, wenn mein man was Zorn hören will. Reicht dafür nicht aus. Und meiner die ganze Zeit am Labern ist. Alter! Ist dafür Eddie nicht eigentlich zuständig gewesen? Vor allem dazwischen zu quatschen? Oh ja, oh ja. So, und guck mal, hier ist... Was? Ausgesetzter Gefangener? Huch! Ich hab ihn kaputt gemacht. Wir suchen jetzt... Was suchen wir denn eigentlich? Die Höhle des Verräters und das Assassinengewölbe? Ich glaube eigentlich zu wissen, dass ich beim Assassinengewölbe stehen geblieben bin. Aber naja. Während der Magier-Clan-Kriege beschworen die Wistscherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der... Die Kreuzritter schworen, ihre Leben der Suche zu weihen. Keiner glaubte, dass er derjenige sein würde, der die Verderbnis fand, reinigte und so den Kreuzzug beendete. Die Kreuzritter glaubten, dass die Suche sie adelte und dass die Disziplin ihres Lebens und ihre Reise das wahre Ziel war. Sie sollten in der Suche einen Sinn finden. Mhm. Jetzt habe ich hier total neues Wissen abgebrochen. Sag mal, wie kam man denn ins Stadtportal? Ich kehre in die Stadt zurück. Genau. Ich muss unbedingt das Zeug noch verkaufen. Oh, dann mach das mal. Ist ja schon eine ganze Weile her, wo ich hier Diablo gezockt habe. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Waren das hier herstellen? Oh, dann werde ich auch mal ein bisschen Zeug verarbeiten. Wir waren verkaufen. Erscheint mir unklug. Erscheint dir unklug? Ich glaube, bei dem Kleemädchen hier, was uns vorhin schon so dumm angemacht hat. Auf jeden Fall. Konnte man ja aufspalten nur, ne? Genau. Gegenstände wiederverwerten. Zack, zack. Dann mache ich einfach mal alle auf Wiederverwertung. Ich nehme so meine Kiste. Oh, legendäre Zweihandaxt. Stufe 52. Okay. Hast du bestimmt gecheatet einfach mal. Ja, natürlich. Wie alle Franzosen cheaten. Vielleicht sollte man mal aufklären, dass du nicht wirklich Franzose bist. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Hast du das schon? Weiß ich nicht. Soll ich das aufklären, ne? Ein Mysterium. Die Legende von Patrice Paletice. Also, ich erklär's einfach mal auf. Es war nämlich so, im Laufe meiner Ausbildung habe ich mehrere Bildungslücken in Anspruch genommen. Bildungslücken? Ja, genau, die auch. Und bin in dieser Zeit nach Frankreich gefahren. 3 Mal für jeweils eine Woche. In die Heimat. Genau. Ich wollte eigentlich mal nach Hause. Ich habe einfach die Gelegenheit genutzt und dachte mir, komm, jetzt musst du einfach mal deine Heimat sehen. Nee, Quatsch. Und ja. Und Semi, wie er halt ist. Was? Was? Ich hab damit gar nichts zu tun. Ja, nein, natürlich nicht. Ja, der ist natürlich gleich drauf eingegangen und hat gesagt, ja, du bist nicht wirklich in Urlaub gefahren, du bist nur kurz nach Hause gefahren. Ja. Das hat auch alles einen Hintergrund, weil Franzosen im Internet bei Online-Spielen, wissen wir alle, sind nicht die beliebtesten. Was? Ich distanziere mich von dieser Aussage. Ja, ich auch. Weil ich bin ein Franzose und ich habe das Gefühl, jeder mag mich bei Online-Spielen. So. Warte mal, hier ist... Achso, das ist bloß so ein komischer Schrein des Schutzes. Könnte ruhig mal ein Erfahrungspunkt des Schreins hier stehen. Da ist was. Hier drin. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Aber man kann sagen, was er will. Alter, die Sprachausgabe in dem Spiel ist einfach der Hammer.
Oh, Asmodan. Oh ja, Asmodan. Asmodan wird cool. Aber das wissen wir natürlich noch nicht. Natürlich nicht. Denn bei Asmodan waren wir ja noch nicht. So. Arschmodan. Genau. So, so, so. Käfer, platt treten. Hi. Oh ja. So, mal gucken. Wir suchen ja hier Olle Zottels Blut. Ja. Mal gucken, wo das war. Oh, was ist das denn? Viel Lärm um nichts. Ich hab die, ich hab die irgendwie bewegungsunfähig gemacht. Schon sehr cool. Guck mal, ich schieb den da drin mal was. Alter, die sind ja geil. Hast du das gesehen hier? Ja, und so eine Dinger fliegen hier lang. Die Schwerter. Nee, das meinte ich gar nicht. Meine Typis. Ach so. Mein Orden. Deine Lakaien. Alter, wie die da durch. Ich benötige mehr Zorn. Wie die da durchboxen. Wir haben mal einen Ring. Nicht genug Zorn. Oh, hier ist ein Goldener. Aua. Wo denn? Hier drüben auf deiner Seite, wollen wir den Goldenen platt machen? Ja, würde ich sagen. Ach, da ist er ja schon. Hex, Prinzenverstümmler. Die sind alle immer Prinzenverstümmler. Ja, die armen Prinzen, ey. Zack. Für Zackarom. So, mal gucken hier. Hab ja schon wieder ordentlich was aufgesammelt. Oh, und das macht mehr Schaden. Aber Einhand. Einhandwaffe, gut. Gut, gut, gut. Nee, ja. Dann haben wir noch ein bisschen Gold. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Ob man Olle Zottel überhaupt vertrauen kann. Ich glaub's ja eher nicht so. Und ich glaube, wir sind ja auch ein bisschen falsch. Der wirkt auch nicht sehr vertrauenswürdig, muss ich sagen. Was, hier unten? Ist doch super. Nee, ich meine Olle Zottel. Ach, guck mal, da ist er schon. Tagebuch des Jägers, Teil 3. Oh. Bams, Alter. So, Tagebuch des Jägers. Oder eines Jägers. Wir haben Kults Archive gefunden. Sie waren merkwürdig leer zu Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Es war töricht, etwas anderes zu erwarten. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren. Und doch müssen wir vorwärts schreiten. Mhm. Der war ja gar nicht cool drauf, der Kull. Oh Gott. So, Kults Tagebuch Teil 1 hören wir uns natürlich auch noch an. Endlich habe ich das Geheimnis der Seelensteine gelüftet, die uns Horadrim einst von Tyrael gegeben wurden. Sicher eine beeindruckende Schöpfung. Aber ich bin sicher, dass sie wiederholt werden kann. Nein, nicht wiederholt. Verbessert. Mein Seelenstein soll geschaffen werden, um die Seelen vieler Dämonen zu enthalten. Vielleicht sogar die von Engeln. Stimmt ja, der Olle Zottel, der hat ja den Seelenstein gebaut, ne? Ui. So. Damit haben wir das erste Teil schon gefunden. Brauchen wir bloß noch die Höhle des Verräters. Die ist gleich hier drüben. Nee, ist eine Reisetasche. Ist ein bisschen Geld drin. Gut. Dann wollen wir... Da war einer übereifrig. So, mal gucken, wo die dann ist. Ja, diese Fliegeviecher, die gehen mir auf den Sack. Ja, nicht vergeben. Ich benötige mehr Zorn. Ein Der Satz geht mir auch auf den Sack. Opfer. Ich wüsste gern, welchen Satz deiner gerade rausgehauen hat. Ich benötige mehr Zorn. Ah. Dann guck in den Spiegel. Boah,
Boah, der war ja selbst für dich flach, Digga. Der war ja selbst für dich flach. Ich muss mein Niveau halten. Niveau, du immer mit deinen französischen Begriffen. Ah, ja, du. Kannst du die Sprache, weißt du? Wer kann, der kann, ne? Oh, hier haben wir noch ein Tagebuch. Meine Mutter hat mich davor gewarnt, der Magierarmee beizutreten. Hätte ich nur auf sie gehört. Im Morgengrauen senden sie die Infanterie gegen die Wistgerei aus. Ich weiß nicht, wie wir das überleben sollen. Vielleicht werden wir es nicht. Es ist hier so schön. Vielleicht würden sie nicht bemerken, dass ich fehle, wenn ich mich in den Bäumen verstecke. Okay. Ja, der Arme, der musste der Magi-Gilde beitreten. Der eben gesagt. Die Magi-Armee. Ne? Bist ja auch einer von denen, so eine Stablumpe. Ja. Ich sorg für einfach nur ein paar Effekte, damit dein Video schon groß wird. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr krass bei Diablo. Also wenn da fette Kämpfe bei sind, dann ist das Video riesig. Oh, was haben wir hier? Da ist eine goldene Truhe. Das sieht doch aus wie eine Falle hier. Ich wollte gerade sagen. Alter, guck dir mal die riesen Knochen an. Sieht so aus, als müsste ich die Truhe öffnen, um zu erfahren, welche Falle auf mich wartet. Leck mich, Alter. Ach, guck mal, was für eine Überraschung. Ja, schade, dass keine Gegner kommen. Ja, aber. Hätten wir auch vorzüglich! So. Zack. Der Zacker rum? Ah, das sowieso. Aber den fand ja irgendwie keiner so lustig. Ich fand den super. So, ich mach mal kurz die Map auf, die war ja nicht hier, scheiße. Tab. Ah, hier war die Map. Kurz sagen, nach oben, wa? Ja, würde ich auch sagen, muss irgendwo, das siehst du jetzt natürlich total, wo ich hinzeige, aber ich denk mal, hier oben muss das irgendwo sein. Nicht wahr? Ich stell's mir einfach vor, wie du da hinzeigst. Mit deinen magischen Kräften. Du bist ja auch einer aus der Magi-Armee. Genau. So. Ja, eigentlich wollten wir ja Diablo schon am Wochenende aufnehmen. Boah, jetzt fängt er damit wieder an. Natürlich reite ich da noch drauf rum. Aber ein gewisser jemand hat lieber das ganze Wochenende mit Schlafen verbracht. Mit Schlafen, das ist voll gelogen. Ich habe wichtige Arbeit geleistet. Ich habe die Augen entspannt. Ich habe 24 Stunden lang Final Fantasy X gespielt und hinterher muss man natürlich auch mal ein bisschen schlafen. Das ist natürlich jetzt zu der Zeit, ist, wo wir Diablo offen wollten, natürlich ein blöder Zufall. Rein zufällig. Nein, aber ich sag's mal so, wenn, als ich gehört habe, Final Fantasy X, das ist dann... Akarat gewährt mir seine Gunst. Entschuldigt? Oh, da ist es dann entschuldigt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, neue Rune für gesegneter Schildverbrennung habe ich bekommen. Neue Rune für Akarats Champion Brandstifter, da gucken wir auf jeden Fall rein. Gefrorener Boden für Weihe. Ja, aber gesegneten Schild. Was war denn? Ach so, gesegneter Schild war ja hier. Captain Planet wollte ich jetzt sagen. Nee, Captain Planet war ein Arsch. Wie heißt das denn? Ich weiß nicht. Warte mal, ich muss mal hier kurz. Captain America. America. Akarat Champion explodiert mit der Macht des Ordens. Nee, komm. Orden. Dazu sage ich nichts. Ich distanziere mich von alles, was der Patrice Paletice sagt. So. Ich wollte gerade mit dem Mausrad hier ein bisschen rausscrollen. Geht gar nicht. Das ist ja doof. Stimmt, geht tatsächlich nicht, wa? Nee. Ich hab mich grad nicht raus. Obwohl die Kamera einstellen nicht so viel. Passt. Ja, passt, ja, 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 ja. Immer noch nicht genug? Muss so sein, das ja. So, ich würde sagen, die Teile hier schlagen wir noch kaputt und dann sind wir nämlich am Ende schon von dieser ersten etwas sehr seltsamen Folge. Hier haben wir noch so ein Teil. Na.
wie so ein Ameisenhaufen. Haben wir alle? Ich denke schon. Haben wir alle. Gut, dann würde ich sagen, war's das erstmal für diese erste Folge. Hier geht's natürlich weiter mit Patrice Paletice, die olle Stablumpe hier mit seinem Laserschwert. Mehr Deko als alles andere, denn der wahre Krieger sind natürlich wir. Natürlich. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Mitmachen. Wird noch lustig, bis wir bei Diablo sind und vielleicht gucken, ob wir das DLC machen. Aber das steht noch in den Sternen, je nachdem, wie die Leute Interesse haben, ne? Jo. Jo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann, tschüss.